Die nächsten Referentinnen sind schon in der Vorbereitung. Ich stelle euch mal kurz vor. Und zwar wird es jetzt ganz unterhaltsam, hoffe ich jedenfalls. Es geht jetzt nämlich um eine kommentierte Reise durch die Untiefen des juristischen Feuilletons, und zwar um all die schönen Kommentare, die wir in den letzten Monaten zur DSGVO lesen durften. Ich auch. Ich habe Twitter wiederentdeckt und war ganz überrascht, dass auch Leute, die ich sehr schätze, immer so schrecklich über die DSGVO ablästern. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Expertinnen auf der Bühne. Einmal Kirsten Bock und dann Malte Engeler. Beide sind auf der Webseite als DatenschutzjuristInnen angekündigt. Kirsten Bock ist beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz und auch bei den Grünen und arbeitet dort schon seit Jahren für Standarddatenschutzmodelle und Standardverfahren, um Datenschutz sinnvoll in die Technik reinzukriegen. Mhm. Malte Engeler ist Richter am Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein und hat einen tollen Blog, Death Metal Mods. Bestimmt kommen auch ein paar Schmankerl von dem Blog heute. Nein? Komm nicht. Okay. Also viel Spaß. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch nochmal an die FIF für die Einladung. Wir freuen uns ganz besonders, heute hier sein zu dürfen. Ich möchte einmal nur kurz noch darauf hinweisen, ddass wir natürlich privat hier sind und nicht für unsere jeweiligen Dienststellen hier stehen. Das gleiche gilt für die Tweets, die wir hier aufnehmen. Auch die nehmen wir zur Anschauung. Das ist nicht, dass wir denen folgen oder das in irgendeiner Form bewerten möchten. Hier heute bei der FIF zu sein, ist für uns besonders wichtig, weil der Mensch im Mittelpunkt stehen soll. Und das ist ein Aspekt, der in den Diskussionen um die Digitalisierung viel zu sehr in den Hintergrund häufig gerät. Und wenn wir uns mit der DSGVO befassen, dann wollen wir das heute auch besonders vor diesem Hintergrund tun, genau den Mensch nicht aus den Augen zu lassen. Ja, wie haben wir uns das vorgestellt? Wir sind beide sehr aktiv auf Twitter. Wir haben einfach mal geguckt, was wird seit fünf Monaten gilt die Datenschutzgrundverordnung, eigentlich so in der Szene diskutiert, haben uns dafür einfach repräsentative Tweets aus der Szene rausgefischt. Natürlich ist das auch ein bisschen Beispiel unserer Blase, in der wir uns befinden. Wir haben versucht, das auch ein bisschen divers aufzustellen, aber eben nochmal der Hinweis, wir nehmen auf gar keinen Fall den Standpunkt ein, es sind nur einfach Spotlights in der Diskussion. Nicht unbedingt unsere eigenen Auffassungen, teilweise schon, aber nicht immer. Da wir natürlich auf öffentlich gemachte Tweets von Personen zurückgreifen, haben wir uns tatsächlich auch die Frage gestellt, dürfen wir das eigentlich? Dürfen wir jetzt eigentlich hier lauter Tweets mit Bildern, mit Namen, mit Twitter-Handeln an die Wand werfen und hier in den Köpfen speichern und im Stream speichern lassen? Und haben uns tatsächlich ziemlich den Kopf zerbrochen, ob das überhaupt zulässig ist. Ja, genau, da haben wir uns natürlich erstmal auf die Suche nach der berühmten Rechtsgrundlage gemacht. Das ist immer so der erste Schritt, wenn man weiß, was für Daten man verarbeitet. Also das hatten wir ja dann irgendwie schnell eingegrenzt, na, Tweets mit den Handeln und den Fotos drauf. Was ist dann die richtige Rechtsgrundlage? Und da fällt in so einem Zusammenhang, fallen einem zwei Dinge ein, berechtigtes Interesse und Wissenschaft, weil wir sind ja hier, also wir untersuchen das, ne? Also wir nehmen das schon für uns in Anspruch, dass das in gewisser Weise also auch einen durchaus wissenschaftlichen Hintergrund hat. Ja, wie ist denn das? Also es gibt ja so Ausnahmen zur wissenschaftlichen Forschung, zur Datenverarbeitung in diesem Bereich wird es hier eigentlich erfasst. Und zu unserem Erstaunen haben wir dann festgestellt, dass ja 6.1f ist die richtige Rechtsgrundlage für uns und es gibt keine Ausnahme im Bereich der Wissenschaft in diesem Bereich der einfachen Daten. Es gibt eine Ausnahme im Bereich der besonderen Kategorien von Daten, also wenn ich mit zum Beispiel DNA forsche oder Gesundheitsdaten forsche, dann habe ich in diesem Bereich eine Ausnahme. Das gilt aber nicht für ganz einfache Datenverarbeitung. Das ist vermutlich übersehen worden, das ist uns gestern auch aufgefallen. Ganz spannender Nebeneffekt eigentlich. So, was haben wir dann gemacht? Also nachdem wir dann festgestellt haben, 6.1f, was folgt daraus? Ne? Ich habe eine Rechtsgrundlage und dann kommt das, was die DSGVO neu
hinzugebracht hat. So, es ist ja im Datenschutzrecht vieles beim Alten geblieben, auch durch die Grundverordnung, aber es gibt einen Bereich, der ist neu, und das sind die Informationspflichten oder die Verpflichtung, über die Datenverarbeitung zu informieren. Das stellt uns vor die Herausforderung, ja, wir müssen bei Erhebung oder kurz danach die Betroffenen, deren Tweets wir hier verwenden, auch informieren. Das haben wir gestern Abend auch gemacht, also wir haben die alle angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass wir heute ihre Tweets verwenden. Wir haben ihnen die Rechtsgrundlage mitgeteilt, wir haben ihnen die Zwecke der Verarbeitung mitgeteilt, wir haben ihnen mitgeteilt, wer die zuständige Aufsichtsbehörde ist. Und was ganz spannend war, waren die Antworten darauf. Die Antworten fielen ganz unterschiedlich aus. Wir haben gemerkt, das waren natürlich alles Experten aus der Datenschutzszene. Einige sagten, haben einfach nur gelacht, weil die natürlich gemerkt haben, im Grunde ist das mit einem gewissen Augenzwinkern, weil es kann natürlich eigentlich nicht sein, dass wir, wenn wir hier 20 Tweets verwenden, tatsächlich den ganzen Abend, eine Stunde haben wir gebraucht, per Twitter, Direct Message oder wenn die keine DMs nicht offen hatten, einfach dann an den Blog oder so, an die Impressum-E-Mail geschickt, den jetzt irgendwie mit so lauter Juratext voll zu kleistern. Die haben einfach nur gelacht. Andere, das war ganz witzig, Experten, haben tatsächlich gesagt, ja, alles klar, weiß ich Bescheid, ich willige ein, dürft ihr. Wir haben nicht um Einverständnis gebeten, wir haben nur informiert, wir mussten nicht um Einverständnis beten, das ist alles gesetzlich gedeckt, das ist eine reine Informationspflicht. Da merkt man schon, also die scheinen das noch nicht ganz verstanden zu haben, Unterscheidung, Einwilligung, Rechtsgrundlage. Und die einige haben tatsächlich einfach nur sich bedankt und dachten so ein bisschen, das wäre jetzt ein bisschen Werbung. Also da haben wir auch überlegt, eigentlich eine witzige Idee, immer einfach das eigene Produkt zu bewerben, indem man sagt, ja, wir müssen Sie jetzt leider informieren über unsere Datenverarbeitung mit diesem fantastischen Produkt, das übrigens bei unserem Datenschutz-Compliance-Marketing-Menschen erwerben können. Und dachten, eigentlich wäre das eine witzige Idee, sodass er auch im Grunde immer die Idee Datenschutz als Standortvorteil. Tja, das bringt uns dann auch gleich zum ersten Tweet und der Frage, worum geht es eigentlich wirklich bei diesem Gebilde Datenschutz, Datenschutzrecht? Genau, der erste Tweet ist dieser, da stellt der Twitternde die ganz korrekte Frage oder antwortet in so einem Thread auf irgendeine datenschutzrechtliche Frage und sagt, diese Frage kann man nicht beantworten, ohne vorher das Schutzgut im Datenschutzrecht überhaupt zu klären. Und das ist im Grunde das Erste, was wir nach dem Geltungsbeginn der DSGVO gemerkt haben, dass nach wie vor, das ist eine ewig alte Debatte, nach wie vor völlig unklar ist, was eigentlich Datenschutz ist. Die DSGVO will Artikel 8 der Grundrechtecharta umsetzen. Da steht sowas drin wie Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Was genau das aber ist, ist im Grunde weitestgehend ungeklärt. Was machen also die Juristen? Die machen das, was sie immer machen, nämlich das, was früher schon gemacht wurde. Und das ist besonders in Deutschland, in der deutschen Debatte natürlich das Volkszählungsurteil und die Debatte davor. Und wenn man sich genau anguckt, was tatsächlich in der deutschen Diskussion vertreten wurde, merkt man, dass vom Steinmüller-Gutachten bis über das Bundesverfassungsgerichtsurteil sehr, sehr, sehr früh sehr viel Kritik an dem Ansatz formuliert wurde, das Ganze auf Privatsphäre und Privatleben zu stützen. Aber genau, das ist aktuell der Stand in Deutschland. Das ist auch bei vielen Experten, die das Thema diskutieren, immer noch in den Köpfen drin. Datenschutz ist Privatsphärenschutz. Datenschutz ist Schutz des Rechts auf Achtung des Privatlebens. Ob das richtig ist, kann man bestreiten. Wir werden das an vielen Punkten merken, dass das eine falsche Wahrnehmung ist, weil das Recht auf Privatleben tatsächlich Datenschutz reduziert auf Selbstbestimmung, Datenschutz aber ein Grundrecht ist, das sämtliche Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Asylfreiheit, alle Freiheitsrechte, die die Charta oder das Grundgesetz schützen will. Das heißt, es geht im Grunde darum, den Menschen im Rahmen des digitalen Wandels zu schützen davor, dass er durch die Datenverarbeitung Eingriffe in seine Rechte erlebt, nicht nur sein Recht auf Unbeobachtetsein, auf Selbstbestimmung. Und wir werden sehen, dass an vielen Stellen dieses alte Denken, dass es immer noch beim Datenschutz nur um Selbstbestimmung, Persönlichkeitsrechte geht, sehr viele Fehlschlüsse produziert. Nicht nur, allerdings ist nicht nur umstritten, worum geht es überhaupt beim Datenschutz. Nicht erst seit Geltungsbeginn der Grundverordnung, umstritten ist auch, wie weit reicht der eigentlich? Und das ist im Grunde die nächste Frage, kann man eigentlich der Datenschutzgrundverordnung entkommen? Gibt es ein Entkommen aus der Datenschutzgrundverordnung?
Ja, das ist immer die erste Frage natürlich, ist das Rechtsgebiet, das wir betrachten, überhaupt anwendbar? Und da kommen wir dann gleich zu dem ersten Bereich, die sachliche Anwendbarkeit, die Reichweite der Datenverarbeitung. Und da gab es eben diese spannende Frage, was ist denn mit den Visitenkarten, die ich auf solchen Veranstaltungen wie hier bekomme, die ich mit nach Hause trage, gibt es da Informationspflichten, was folgt da draus? Da ist zuerst einmal zu sagen, die Datenschutzgrundverordnung erfasst ja erstmal nur also die automatisierte Datenverarbeitung und im analogen Bereich das, was veraktet wird, das, was sortiert wird. Also kann man sich Pi mal Daumen merken, Visitenkarten einfach so in der Schublade, ne, großer Haufen, ungeordnet, kein Problem, raus aus dem Anwendungsbereich. In dem Moment, in dem ich das einscanne, sortiere, und vielleicht dann auch noch Drittanbietern zur Verfügung stellen, bin ich im Anwendungsbereich der Grundverordnung. Die andere Frage, die sich immer stellt, ist, wie ist das eigentlich bei personenbezogenen Informationen, wenn die an die Öffentlichkeit gelangen? Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel der Aushang der Krankheitstage im Betrieb. Ja? Der Chef, dem stinkt das, die Leute fehlen alle und kurzerhand macht er sich so einen kleinen Zettel, schreibt darauf, wer alles krank gewesen ist und hängt das in den Flur. Sagt es zur Information der Mitarbeiter, damit die alle wissen, wer da ist und wer nicht. Ja, fällt das unter die Grundverordnung oder nicht? Es ist erstmal keine automatisierte Datenverarbeitung. Und das ist ein Aspekt, den wir auch in der aufsichtsbehördlichen Praxis immer wieder zu bearbeiten haben, dieses komische Verständnis, Datenschutz ist erstmal kein Geheimnisschutz. Darum geht es eigentlich erstmal nicht. Ausgenommen ist auch weiter der gesamte Bereich der persönlichen Verarbeitung. Alles, was so Privatsphäre betrifft, was ich zu Hause für mich mache, was ich nicht teile nach außen, das ist von der Grundverordnung ausgenommen in Artikel 2 und unterfällt der Grundverordnung nicht. Aber es gibt natürlich viele Bereiche, in denen vermischt sich so dieses private, häusliche. Ne? Was ist mit meinem Handy, wenn ich zum Beispiel über WhatsApp bin, ne? Und da dann im Hintergrund so ein Datenaustausch zum Beispiel stattfindet? Was ist, wenn ich twittere, unterfällt das der DSGVO? Ja, das ist tatsächlich eine der Fragen, die auch in der Szene natürlich heiß diskutiert wird. Wenn ich jetzt auf Twitter irgendwie meine persönliche Meinung äußere, ist das eigentlich etwas, was da unter Grundverordnung da fällt? Das hätte ganz dramatische Folgen. Da wäre ich nämlich verantwortlich für das, was ich auf Twitter tue. Ich muss meine Informationspflichten gerecht werden, unter anderem meinen Namen angeben, weil ich muss ja den Verantwortlichen der Datenverarbeitung benennen. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir im Grunde dank der DSGVO eine Klarnamenpflicht in der Nutzung von sozialen Medien haben. Die Frage ist unbeantwortet. Es gibt unter den Aufsichtsbehörden die einen, die selber twittern, die sagen, nee, das ist alles nicht so schlimm. Und es gibt die, die es vielleicht ein bisschen strenger sehen und sagen, also eigentlich müsste, wenn man die ganze Geschichte ernst nimmt, tatsächlich das Nutzen von Twitter, weil es eben eine Datenverarbeitung ist, die immer die Öffentlichkeit betrifft. Das ist ja nichts, was im Privaten bleibt, irgendwie der Blog, der eine geschlossene Nutzergruppe hat, sondern es ist für alle Öffentlichkeit sichtbar. Da hat der EuGH eigentlich ziemlich klar gesagt, also wenn es für die Öffentlichkeit sichtbar ist, dann fällt es der Grundverordnung oder der damaligen Datenschutzrichtlinie. Das Problem ist im Grunde eines von vielen, wo man merkt, okay, die DSGVO stellt Anforderungen auf, aber so richtig vollziehen mag man sie doch nicht, weil das würde zu wahnsinnigen Verzerrungseffekten und total, also im Grunde gesellschaftlich gar nicht hinnehmbaren Folgen führen, wenn wir das durchziehen würden. Und das ist so ein Motto, das man an vielen Stellen in der Grundverordnung sieht, wenn man sie ernst nehmen würde, würde sie nicht funktionieren. Ja. Der nächste Tweet, der so ein bisschen zeigt, wo die Debatte hinläuft, ist einer über eine Aussage von unter anderem Jan Albrecht, aber ist nur exemplarisch. Und das führt so ein bisschen fort, was ich anfangs sagte. Die Unklarheit darüber, reden wir eigentlich über Privatsphärenschutz, Selbstbestimmung oder reden wir über Datenschutz? Oder was genau ist Datenschutz? Und ein ganz, ganz erheblicher Teil der, ich sag mal, klassischen Vertreter der Datenschutzszene fokussiert sich unglaublich stark auf die Einwilligung. Für die ist das, gibt es Begriffe wie die Königin der Rechtsgrundlagen, Kern des Datenschutzes und was hat hier Grundprinzip des Datenschutzes. Und das ist eine Aussage, die ist schlicht, also ich persönlich, die ist einfach schlicht falsch.
Die ist falsch aus zwei Gründen. Es gibt da dogmatische Gründe, könnten wir jetzt juristisch irgendwie darüber reden, was genau eigentlich die Einwilligung soll. Ist die eigentlich eine Beschränkung von einem Grundrecht oder ist es hier eine Ausübung? Ist ja, die Einwilligung ist eigentlich der Akt der Ausübung der Selbstbestimmung. Und das passt rein juristisch eigentlich nicht damit zusammen, dass die Einwilligung etwas rechtfertigen soll. Sie rechtfertigt nichts, nämlich den Eingriff in meine Rechte. Sie ist Ausübung meines Rechts auf Selbstbestimmung, auf Information und Selbstbestimmung. Das heißt, rein dogmatisch passt die Einwilligung schon überhaupt gar nicht dazu, dass wir hier von Privatsphäre und allgemeinem Persönlichkeitsrecht reden. Viel wichtiger ist aber, dass die Einwilligung, wenn man sich so sehr auf die Einwilligung fokussiert, zu zwei Dingen führt. Erstens entfaltet sie überhaupt keinen Schutz mehr, weil wir täglich, ich kann bald nicht mehr zählen, wie oft ich auf der Webseite einfach nur noch blind okay klicke. Weil ich diese ganzen Cookie-Banner, wenn ich dann auf Manage Options und dann kann ich Performance-Cookies definieren und Tracking-Cookies und Necessary-Cookies, kann ich alles machen oder ich will einfach nur, ich will wirklich ein Zitat lesen auf der Webseite und sage, ich lese dafür jetzt nicht 15 Minuten fein granulare Einstellung. Ich willige ein, aber ich willige nicht wirklich ein. Das ist eine reine Fassade, ist im Grunde der Anschein von Rechtmäßigkeit, der nur dazu führt, dass die Einwilligung völlig entwertet wird. Weil für die Menschen das keinen Schutz mehr hat, weil die Nutzer einfach nur sagen, ich will meinen Dienst nutzen. Das heißt, wer so sehr sich auf die Einwilligung fokussiert, entwertet die Einwilligung. In Datenverarbeitungen, die massenhaft identisch auftreten, wie zum Beispiel im Internet, immer gleiche Sachverhalte, immer wiederholend Webseitenbesucher, ist die Einwilligung überhaupt keine angebrachte Möglichkeit, Datenschutz sinnvoll zu regulieren. Das wissen natürlich auch diejenigen, die so ein bisschen sehr sich auf die Einwilligung einstellen. Und die versuchen das dann zu retten, mit etwas, das ist jetzt ein juristischer Begriff, der aber vielleicht auch schon mal außerhalb der juristischen Kreise Wellen geschlagen hat, nämlich mit dem sogenannten Kopplungsverbot. Normalerweise, wenn ich über das Kopplungsverbot rede, mache ich da mal kleine Anführungsstreiche ran, das habe ich jetzt vergessen. Das Kopplungsverbot, hier ein sehr schöner Tweet von einer Rechtsanwältin, die sich darüber beschwerte, dass das Kopplungsverbot die Privatautonomie einschränkt. Was meint sie damit, erzähle ich gleich. Aber das Wichtigste, was im Grunde alle, die hier im Saal einfach mitnehmen können, ist, es gibt in der Datenschutzgrundverordnung kein Kopplungsverbot. Was ist das Kopplungsverbot? Das Kopplungsverbot ist die Idee, dass wenn man mehr als für den Vertrag erforderlich ist, rechtfertigen will, also der Dienstanbieter will mehr machen, als er eigentlich aufgrund der vertraglichen Leistung an Datenverarbeitung bräuchte. Wenn er das über eine Einwilligung rechtfertigen will, dann muss man diese Einwilligung so ein bisschen genauer angucken, ob die freiwillig ist. Weil man ja quasi damit mehr macht, als man eigentlich für den Vertrag braucht. Das ist unter dem Stichwort Kopplungsverbot genannt. Ein solches Kopplungsverbot, das verbieten würde, gibt es in der Grundverordnung nicht. Es ist nicht verboten, sich über eine Einwilligung mehr Datenverarbeitung zu rechtfertigen, als man es für die Vertragserfüllung braucht. Ganz im Gegenteil, der DSGVO sagt eigentlich nur, wenn das der Fall ist, muss man genauer hingucken, ob die Einwilligung freiwillig ist. Und was die Praxis daraus macht, aus dieser, die muss halt irgendwie trotzdem noch freiwillig sein, obwohl man ja im Grunde sagt, also du kriegst den Dienst nur, wenn du einwilligst. Sie lösen das Ganze darüber, dass sie die Einwilligung retten, indem sie sagen, na dann biete halt eine Alternative ein, die du bezahlst, wo diese Datenverarbeitung nicht so intensiv ist. Und wozu führt das? Das führt zu das, was wir aktuell unter anderem im Bereich der Online-Medien ganz häufig sehen. Es gibt jetzt den Basistarif, also quasi wie immer, volles Tracking, aber man braucht ja eigentlich kein Tracking, um eine Webseite aufzurufen. Man braucht keine Cookies, um eine Webseite zu lesen. Das ist also nicht wirklich erforderlich. Also ist die Einwilligung, was die Freiwilligkeit angeht, ein bisschen kritisch. Was machen die ganzen Online-Menschen? Sagen, na gut, dann bieten wir eben, um die Freiwilligkeit zu retten, also wieder als quasi, naja, Fassade nebenbei, bieten Sie einen Premium-Dienst an, okay, für alle, die nicht getrackt werden wollen, um die Freiwilligkeit der Einwilligung für alle anderen zu erhalten. Das ist im Grunde die Idee. Für alle anderen, die sagen, ich kann mir das gar nicht leisten, aber die haben ja theoretisch jetzt eine Wahl. Und da sie eine Wahl haben, ist die Einwilligung wieder freiwillig. Wozu führt das in der Praxis? 99% der Leute werden weiter genauso getrackt wie vorher und 0,03% kaufen sich das Privacy-Add-on und werden dann wunderbar zu einer datengeschützten Elite und die anderen, für die ändert sich überhaupt nichts. Und das ist im Grunde das Problem, dass das Kopplungsverbot gesamtgesellschaftlich wahnsinnige Verzerrungswirkung haben kann. Das muss man nochmal sehen, wie sich das entwickelt. Aber deswegen die Idee, den Fokus auf die Einwilligung zu retten über dieses komische Kopplungsverbot, halte ich überhaupt gar nichts von. So, wir haben also in der, ich sag mal, europäischen, auch in der deutschen Debatte aufgrund eines nicht ganz passenden Grundverständnisses von Datenschutz ein sehr schiefes Verständnis davon, worum es im Kern geht, um Einwilligung. Und das Schöne ist, oder das Schöne in Anführungsstrichen, das exportieren wir jetzt in die ganze Welt.
Ja, die Frage ist, ist Europa oder ist die DSGVO der Exportschlager, den er vorgibt zu sein? Ist Europa der neue Datenregulierer der ganzen Welt? Hat die Welt auf die DSGVO gewartet? Man kann sagen, also die DSGVO hat sozusagen krakenartig ihre Fühler in die Welt herausgestreckt über den Artikel 3, in dem sie nämlich bestimmt, dass ein Unternehmen, eine Firma, das Datenverarbeitung auf dem europäischen Markt anbietet, auch wenn die in den USA sitzen, dann der Datenschutzgrundverordnung unterfällt. Hat das dazu geführt, dass die DSGVO sozusagen mehr Wirkung entfaltet? Das werden wir sehen. Also die Unternehmen versuchen sich zum Teil darauf zu fokussieren. Wir wissen aus Umfragen, dass nach Eigeneinschätzung der Unternehmen ca. 24% der Unternehmen datenschutzkonform agieren. Das ist also noch nicht so rasend viel. Was wir zur Kenntnis nehmen, ist, dass in einigen Drittstaaten es auch Datenschutzregulierung gibt, die sich auch in der Tat an der Grundverordnung orientiert. Das ist aber eigentlich keine Besonderheit. Das gab es auch schon zu Zeiten der Richtlinie, insbesondere im südamerikanischen Raum gibt es eine sehr lebhafte und eine sehr am europäischen Datenschutzrecht orientierte Regulierung. Kalifornien, das war dann auch groß zu lesen, ist der DSGVO auch ein Stück weit gefolgt und hat einige Aspekte aufgegriffen, ist zum Teil ja aber auch sogar darüber hinausgegangen. Im Asia-Pacific-Raum haben wir immer schon auch datenschutzrechtliche Regeln gehabt, die sich aber immer schon auch mehr am US-amerikanischen Verständnis von Datenschutz orientiert haben. Das ist eine Frage, da muss man wahrscheinlich auch noch ein bisschen abwarten, wie sich das tatsächlich entwickelt, inwieweit wir tatsächlich aus der DSGVO heraus einen globalen Standard bekommen. Was es aber zu fragen gilt, auch vor dem Hintergrund, dass wir das vielleicht auch exportieren wollen, politisch, ist die Frage, was exportieren wir denn da eigentlich? Also ist das nur die Einwilligung, ist das so ein diffuses Verständnis von Datensouveränität, von ich bestimme darüber, wer was macht und was ist dann überhaupt der Gegenstandsbereich? Und ja, damit kommen wir dann eben auch wieder mal zu einer der Kernnormen der DSGVO, nämlich den Rechtsgrundlagen. Genau, die sind alle in einem Artikel geregelt, den müssen wir jetzt nicht nennen, aber das Schöne ist, wenn wir die DSGVO mal zu Ende lesen würden, und das tun tatsächlich einige nicht so gerne, dann würden wir sehen, ganz witziger Tweet, lese ich gleich, dann würden wir sehen, da steht nach der Einwilligung, stehen noch eine ganze Menge andere Rechtsgrundlagen. Sie dürfen Daten verarbeiten, wir dürfen Daten verarbeiten, wenn wir Verträge erfüllen müssen, wenn sie in unserem Interesse stehen, wenn sie zur öffentlichen Aufgabenerfüllung notwendig sind, lebenswichtigen Interessen, alles Mögliche. Also die Einwilligung ist eine von vielen Rechtsgrundlagen. Wenn man das mit exportieren würde, das wäre schon mal ein Gewinn und das ist im Grunde direkt am 25. Mai ein mir sehr, sehr nachvollziehbarer Tweet. Ich habe zwar kein selbst kein Auto, aber ich habe wahrscheinlich mein Lenkrad von meinem Fahrrad gebissen. Den halben Tag im Radio gehört, die DSGVO hat den Vorteil, dass jetzt Bürger und von Behörden, Unternehmen immer um Zustimmung gefragt werden müssen, bevor ihre Daten verarbeitet werden. Lenkrad zeigt inzwischen Abdrücke meiner Zähne. Ganz genau so ging es mir auch. Das ist längst nicht der Fall. Die Einwilligung ist überhaupt nicht der Kern der Grundverordnung. Es ist eine von, also absolute Minderheit, eine von 6, 7 Rechtsgrundlagen, die alle auch geprüft werden mussten. Und das, für Unternehmer ist das im Grunde auch das Entscheidende, die Empfehlung, das bitte auch zu tun. Denn die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Wenn wir ein Geschäft aufbauen und uns nur auf die Einwilligung verlassen, dann kann binnen, wenn wir irgendwie einen Datenschutzskandal haben, morgens wieder irgendwas über die Schufa in der Presse, 20% der Leute kriegen irgendwie wieder Probleme, Datenschutz, so, ich widerrufe mal erstmal alles, machen irgendwie einen Abo-Dienst und sagen answer all, no. Und dann fällt das ganze Geschäftsmodell in sich zusammen, weil wir auf die Einwilligung gesetzt haben und dank dem Widerruf die ganze Datenverarbeitung ihre Rechtsgrundlage verliert. Deswegen in jedem Fall die Empfehlung, bevor man sich auf die Einwilligung verlässt, als Ultima Ratio alle möglichen Rechtsgrundlagen prüfen, Vertragserfüllung, berechtigte Interessen, alles, was man finden kann, um hier nicht am Ende auf einmal den Teppich unter den Füßen weggezogen
zu bekommen. Und das ist auch noch eine ganz andere Frage, was ist denn nun, wenn man sich auf die Anwendung verlassen hat? Wenn ich zum Beispiel, ich bin ein großer Supermarktkette und sage, ich hätte gerne so ein Kundenkartenprogramm und alle, die hier sitzen, sagen, alles klar, 3% Rabatt bei jedem Einkauf, das mache ich mit und mache das über eine Einwilligung. Und irgendwann ist mein Geschäft vielleicht ein Verruf und sie sagen, ich widerrufe die. Und dann sage ich, Moment mal, das hätte ich auch einen Vertrag schreiben können. Na, ich switch mal um auf eine andere Rechtsgrundlage. Und das ist im Grunde das Problem, dass dann nämlich die Folge ist, wenn man nicht vorher in die Grundverordnung guckt und zu Ende liest, wenn Sie sich einmal auf die Einwilligung eingelassen haben, dann suggerieren Sie ja so eine Art Gleichordnung. Und so eine Ebene, wo quasi zwei gleichrangige Parteien sich das so überlegt haben. Wenn Sie dann sagen, na, ich nehme mal wieder die Rechtsgrundlage, die im Gesetz steht, zum Beispiel Vertragserfüllung, dann... vielleicht nicht herrschende Ansicht, aber eine sehr starke Ansicht bei den Juristen, dann ist der Rückgriff gesperrt, dann haben Sie Pech. Dann war es das, dann ist die Einwilligung weg und was anderes können Sie nicht nehmen. Deswegen ganz klare Empfehlung, in der Grundverordnung immer zu Ende lesen und sich nicht immer gleich auf die Einwilligung zu stürzen. Apropos nicht immer gleich auf die Einwilligung stürzen, hängt zwar nicht damit zusammen, weil ich bin schlecht in Überleitungen. Der nächste Tweet betrifft Artikel 5. Es hängt schon ein bisschen damit zusammen, nämlich was bietet die DSGVO eigentlich noch als Rechtsgrundlagen? Ne? Also wir haben ja eine ganze Reihe von Regeln und eine der Kernregelungen in der DSGVO ist der berühmte Artikel 5, das sind die Grundsätze der Datenverarbeitung. Nun gibt es diesen Streit, ne, wie verbindlich sind die eigentlich? Ist das eigentlich nur Gesetzgebungsprosa oder ist das auch verbindlich? Muss man das umsetzen, Softlaw oder Regulierung? DSGVO ist eindeutig mehr als Einwilligung, das haben wir gehört, mehr als die Rechtsgrundlagen. Die Programmsätze, die Grundsätze werden im Absatz 1 beschrieben. Interessant für uns ist aber auch der Absatz 2, der häufig auch nicht mehr mitgelesen wird. Im Absatz 2 wird nämlich die Verantwortlichkeit festgeschrieben und das ist etwas, da würde ich sagen, das ist auch deutlich stärker herausgearbeitet worden in der Grundverordnung im Vergleich zur Richtlinie jetzt, dass die Verantwortlichen, sei es ein Unternehmen für sich oder gemeinsam mit anderen Unternehmen oder auch eingebundene Auftragsverarbeiter rechenschaftspflichtig sind. Und insofern wird der Artikel 5 Absatz 2 meines Erachtens etwas unterschätzt. Der sagt nämlich, der Verantwortliche muss nachweisen, dass er mit den Regelungen der Grundverordnung compliant ist. Daraus folgt im Grunde der Anspruch, dass der Verantwortliche verpflichtet ist, Prüftransparenz herzustellen. Und Prüftransparenz ist etwas, das ist sozusagen die Baustelle im Datenschutzrecht und in der Datenschutzumsetzung. Ja? Also dass ich, jedenfalls aus aufsichtsbehördlicher Sicht und aus Sicht der Durchsetzung von Datenschutzrecht. Weil Datenschutzrecht kann ich nur durchsetzen, wenn ich es auch prüfe. Und ich kann es nur prüfen, wenn in den Unternehmen die Datenverarbeitung auf eine Art und Weise gestaltet ist, die prüffähig ist. Ja? Wenn ich erst in ein Unternehmen komme und da ist alles Kuddelmuddel, ja, dann fange ich erstmal zu sortieren und dann komme ich vielleicht am Prüftag 506 zur eigentlichen Prüfung. Und die Grundverordnung, die verpflichtet jetzt die Unternehmen, ihre Datenverarbeitung so aufzubereiten, so transparent zu machen, so zu dokumentieren, dass sie prüffähig ist. Und daran anknüpfend folgen eben oder davon ausgehend folgen eine ganze Menge Pflichten, unter anderem die kann man unterschiedlich sehen, unterschiedlich einschätzen, aber unter anderem eben auch die Transparenzpflicht. Und da sind wir schon wieder, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich gerade so ein bisschen bei meinem Lieblingsthema am heutigen Tag. Die Transparenz ist ein ganz, zumindest in der Wahrnehmung, ganz erheblicher Teil, der die Grundverordnung prägt. Und das sieht man auch an vielen Tweets und Meinungen. Das ist nun konkret nicht zur Grundverordnung, aber es widerspiegelt so ein bisschen den Geist, in dem wir in der ganzen Debatte leben. Transparenz ist im Grunde die Supermaßnahme. Transparenz ist quasi die Lösung für alles. Und das ist genauso ein Problem wie, oder es ähnelt diesem Problem, dass man wenn man auf die Selbstbestimmung im Privatleben schaut, die Einwilligung fokussiert, dass Transparenz im Grunde zum Selbstzweck hochstilisiert wird. Und das ist
tatsächlich etwas, was ich auch extrem kritisch sehe, aus dem einfachen Grund, dass Transparenz alleine keinen Wert hat. Wenn wir in den Supermarkt gehen und sagen, ja, alles klar, ich hätte gerne einen Liter Milch und gehen dann durchs Regal und gucken uns halt an, was an Liter Milch steht, dann ist auf den 1 Liter Milch irgendwie gedruckt, ja, Achtung, enthält Arsen, ist super giftig, nicht kaufen. Ja, ist super transparent. Ja, ich will aber nicht in den Supermarkt gehen und eine halbe Stunde damit verbringen, das Kleingedruckte zu lesen, um zu gucken, welche Milch sind giftig. Transparenz alleine hat überhaupt keinen Wert. Wenn wir Artikel 8, Grundverordnung, Recht auf schutzbezogene Daten ernst nehmen, dann müssen wir aus Transparenz immer auch irgendeinen Schutz ableiten. Und das bedeutet schlicht, dass es genauso wie im Lebensmittelrecht üblich gewisse Vorgaben dafür gibt, dass man keine Milch mit Arsen verkaufen darf. Und das ist genau die Folgerung, die man, wenn man transparent isoliert betrachtet, vergisst. Es klingt manchmal so, als müsste man nur ins Kleingedruckte genug reinschreiben und den Nutzern klar machen, was alles an Unfug betrieben wird, dann ist doch alles gut, dann ist ja transparent. Ja klar, wenn man nur auf Selbstbestimmung abstellt, dann ist Transparenz dann im Grunde der Inbegriff von Datenschutz. Aber ich will eben nicht nur die Möglichkeit haben zu wissen, was ich mir Schlechtes antue, ich will schlicht davor geschützt werden. Das heißt, Transparenz ist in weiten Teilen tatsächlich auch im Grunde ein Buzzword der DSGVO. Und Buzzwords ist genau das nächste Thema, davon gibt es nämlich noch eine ganze Reihe mehr in der Datenschutzgrundverordnung. Ach so, nein, sehr schön, das habe ich heute noch eingefügt, die V2. Großartiger Tim Wooster, Professor an der Columbia University of Law, ein Tweet, den ich seit, ich glaube, auf allen Folien immer drauf habe, auf den Punkt gebracht, Transparenz ist im Grunde immer nur ein Ersatz dafür, überhaupt was zu tun. Oh, das ist schwierig, wir müssen irgendwie den Online-Markt regulieren. Ach, das ist aber kompliziert. Oder da sind so viele Stakeholder drin und die Werbemenschen, die machen uns das Leben schwer. Einfach Transparenz draufklatschen. Ja, das hilft dann schon. Und das ist genau das, was im Grunde der Grundverordnung auch überhaupt nicht gerecht wird. Transparenz als Maßnahme ist im Grunde erstmal nur die Ausrede dafür, überhaupt nicht Gedanken zu machen. Ich bin mal so deutlich. Genau, wir bleiben beim Buzzword. Wie gesagt, davon gibt es eine ganze Reihe. Hier sind gleich 15 auf einer Folie, habe ich das Gefühl. Also Blockchain fehlt noch, aber sonst haben wir eigentlich alle. Ja, klar, also Transparenz ist auch ein Buzzword, aber natürlich, Transparenz ist notwendige Bedingung, ne? Ist nur nicht hinreichend so. Und das Problem haben wir eben bei vielen Dingen in der Grundverordnung. Und eines, oder der Artikel, der das eigentlich am schönsten zusammenfasst, ist der Artikel 25. Wird bei ganz vielen ganz hoch gelobt. Da geht es nämlich um Privacy by Design. So. Das ist sozusagen im Datenschutz, würde ich mal sagen, im Moment das Number One Buzzword oder neben jetzt aufkommt Ethics. Was steht eigentlich dahinter? Was steht hinter dem Artikel 25? Der ist aufgeteilt in zwei Absätze. Der erste Absatz regelt eben Privacy by Design, der zweite Absatz regelt Privacy by Default. Ich möchte jetzt erstmal ausdrücklich nur über den Absatz 1 reden. Der Absatz 2 hat nämlich durchaus einen eigenen Regelungsgehalt. Dem würde ich dem Absatz 1 absprechen. Privacy by Design ist eigentlich nichts anderes als eine sehr wirkungsvolle, sehr, sehr mundgerechte, sehr, sehr marketingtechnisch gut gemachte Zusammenfassung dessen, was die DSGVO eigentlich will. Ja? Sie möchte, dass ich, bevor ich in eine Datenverarbeitung eintrete, also bevor ich anfange, Datenverarbeitung, automatisierte Datenverarbeitung zu betreiben, die fällt ja nicht vom Himmel, ja, also die muss ja designt werden, ich muss mir ja immer Gedanken machen, nicht, also was für Daten will ich denn überhaupt verarbeiten oder vielleicht auch nicht, also vielleicht lasse ich die auch einfach in das System reinpurzeln, aber ich brauche ja auf jeden Fall immer Hardware und ich brauche immer Prozesse, die das regulieren. Ja, also ich muss mir am Anfang eigentlich immer Gedanken machen. Und das möchte Artikel 25 zum Ausdruck bringen, mach dir vorher Gedanken, bevor du in eine Datenverarbeitung einsteigst. Und darüber hinaus, mach dir nicht nur Gedanken, sondern denk auch daran, dass es Rechtsvorschriften gibt, die dir sagen, was du darfst und was du nicht darfst. Und beachte die. Ja? Das ist nämlich eine Geschichte, die ist, also gefühlt in diesem Bereich Informationstechnologie, durchaus ein Punkt, den man erwähnen muss, der scheinbar nicht bekannt ist. Also, dass es durchaus Rechtsbereiche gibt, die reguliert sind und dass man sich dann tunlichst auch an die Vorgaben hält.
Die Vorgaben mögen nicht immer präzise sein, manchmal sind sie genereller Natur, aber nichtsdestotrotz muss man sie beachten. So, und um das zu institutionalisieren, diesen Vorgang des Vorher-Gedankenmachens, gibt es in der Grundverordnung eine Regelung, die sehr sinnvoll ist, und das ist das Datenschutz Impact Assessment, das DEPIA. Das ist wirklich auch eine Neuerung der DSGVO, das gab es vorher so nicht in der Richtlinie, und das ist ein echter Mehrwert. Ein kleiner Haken an der Sache, das DEPIA ist gesetzlich vorgegeben nur für Datenverarbeitung mit einem besonders hohen Risiko. Das ist ein bisschen misslich, ist aber auch eigentlich nicht so schlimm, weil man ja zu dem Ergebnis kommen muss, für die Datenverarbeitung, die ich plane, besteht kein hohes Risiko. Wie komme ich denn dazu? Das sagt die Grundverordnung nicht explizit, was ich aber immer empfehlen würde, und da kommen wir dann vielleicht auch zu den positiven Seiten der DSGVO, da kann nämlich ein echter Mehrwert daraus entstehen, ist bei jeder Datenverarbeitung, bei jedem Projekt erstmal so ein Mini-DEPIA zu machen. Sich also die Daten anzugucken, die ich verarbeite, die Software, die Hardware, die Prozesse, die Personen, die ich einbinde, und dann eine Risikoabschätzung zu machen, in welchem Bereich unterliege ich rechtlichen Vorgaben, in welchem nicht, wie tief ist die Eingriffsintensität. Das hat mehrere Vorteile. Einmal, ich weiß ungefähr, dass ich mich rechtlich auf sicherem Terrain bewege, ist also ein Aspekt des Risk Managements. Der andere Aspekt ist, dass ich im Idealfall tatsächlich weiß, was ich tue. Ja, das ist vielleicht für so kleine Entwickler, kleine Start-ups nicht so das Problem, je größer das Unternehmen wird, aber desto schwieriger wird genau diese Frage, genau das in den Griff zu bekommen, weil ich habe nämlich unterschiedliche Entwicklungsabteilungen, die alle vor sich hin arbeiten, und irgendwann wird das zusammengeführt. Aber wenn es in dem Moment, in dem es dann zusammengeführt wird, weiß eigentlich niemand mehr so richtig, was passiert da eigentlich. Also ich brauche immer jemanden, der den Überblick behält, und wenn man so ein DEPIA macht und Privacy by Design ernst nimmt, dann kommt da hinterher etwas heraus, das vernünftig dokumentiert ist, dass sich dann jemand anschauen kann und sozusagen diesen etwas weiteren Blick über die Datenverarbeitung behalten kann. So, und das wäre dann eine Win-Win-Situation, könnte man sagen. Wir haben in der Grundverordnung noch eine weitere Regelung, die, wenn man sie ein bisschen intelligent anwendet, durchaus zu so einer Win-Win-Situation führen kann. Und zwar ist das die Vorschrift die Vorschrift, dass Verarbeitungsverzeichnisse zu führen sind. Da könnte man jetzt sagen, was ist das denn für eine blöde Bürokratie? Das ist ja eigentlich nicht mehr oder nur Red Tape. Kann ich das oder hat das auch noch andere Folgen? Ist das Bürokratie oder Empowerment? Ich würde sagen, wenn man das intelligent macht, dann kann das durchaus dazu führen, dass ich tatsächlich Kontrolle über meine Verarbeitungstätigkeiten erlangen kann. Ich zumindest also bei den Großen, bei den Kleinen, und das verwundert manchmal auch. Das Management muss sich nämlich fragen, was tue ich eigentlich? Ja, also welche Daten verarbeite ich eigentlich? Und das führt immer wieder zu überraschenden Ergebnissen. Wir haben das bei uns in der Dienststelle zum Beispiel auch gemacht. Und dann kam heraus, dass wir mehr Verfahren haben, als wir eigentlich selbst dachten. Also es ist immer wieder ein spannender Prozess, der dazu führt am Ende, dass ich weiß, was ich tue, der insofern, und so kann man das im Management auch immer sehr gut verkaufen, ein Aspekt des Risk Management ist, ja, weil ich kann mich ja nur schützen vor Risiken, wenn ich sie überhaupt kenne. So. Und insofern kann ich eigentlich nur empfehlen, dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten durchaus ernst zu nehmen und durchaus kleinteilig zu betreiben und nicht zu grobgranular. Wenn ich das grobgranular mache, dann wird das nämlich wirklich, also dann hat das keinen Mehrwert für das Unternehmen, dann ist es wirklich nur Bürokratie. Wenn ich das aber ein bisschen feingranularer mache, dann tauchen da manchmal Dinge auf, über die ich selbst überrascht bin. Nächste Folie haben wir, ja. Genau, wie die
positiven Regelungen der DSGVO. Für mich persönlich die wichtigste Regelung in der Grundverordnung, eine, die sich hier hinter diesem Tweet ein wenig versteckt. Was wir jetzt erleben häufig ist, dass gerade bei den externen Datenschutzbeauftragten oder auch bei den betrieblichen Datenschutzbeauftragten, dass der Fokus sehr stark auf die IT-Sicherheit gelegt wird. Ja. Hier beklagt sich jemand, nur IT-Sicherheit. Wie hängen IT-Sicherheit und Datenschutz eigentlich zusammen? In der Grundverordnung geregelt wird die Sicherheit der Verarbeitung in Artikel 32 geregelt. Und das ist eine der Normen, die ich mit zu den 4, 5 wichtigsten Normen der Grundverordnung zählen würde. Neben Artikel 4, 5, 6 ist das der 32. Warum? Artikel 32 muss in dem Kontext der Grundverordnung gelesen werden. Das heißt, er betrachtet eben nicht nur die klassischen IT-Sicherheitsziele, also Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität, sondern geht darüber hinaus. Der Artikel 5 spielt da eine große Rolle. Und was der eigentliche Kern ist, über Artikel 32 kommt das Recht oder fließt das Recht eigentlich in die Technik. Das ist nämlich genau die Schnittstelle, die wir brauchen, um technische Anforderungen in die Technik zu überführen. Und das machen wir in der Regel mit Schutzzielen und mit den daraus generierten Maßnahmen. Ja. Die sollen eigentlich sicherstellen, dass das, was wir rechtlich vorgeben, auch tatsächlich in der Technik ankommt. Jetzt haben wir, und das sehen wir ganz deutlich, gerade in Artikel 5 und Artikel 32, wer sich da vielleicht schon mal mit befasst hat, sieht, dass da Schutzziele, Maßnahmen, Grundsätze wild durcheinander gewürfelt sind. Das vermute ich mal liegt daran, dass die Grundverordnung natürlich in erster Linie von Lobbyisten, von Juristen gemacht worden ist. Ja, die Väter und Mütter der Grundverordnung waren halt Juristen und insofern ist dieser Bereich dann einfach ein bisschen zu kurz gekommen, auch vor dem Hintergrund, dass die Grundverordnung natürlich den Anspruch hat, technikneutral zu sein. Aber Technikneutralität heißt ja nicht, dass man keine Vorgaben macht, die man auch technisch umsetzen kann. Jo. Ja, insofern würde ich sagen, 32 ist ausbaufähig. Maßnahmen sind eigentlich key sozusagen in der Umsetzung der Grundverordnung. Ja, und damit würde ich jetzt mal denken, wir gucken uns den nächsten Tweet an. Die Uhr sagt schon, wir sind eigentlich schon fertig, wobei wir 2 Minuten später angefangen haben, als wir sollten. Aber ich bringe noch meinen kurz zum Ende und dann springen wir zum Ende und dann würde ich sagen, diskutieren wir. Ich habe ja schon so ein bisschen auch frech über die Transparenz geschimpft und wollte nur einen Punkt noch betonen, denn witzigerweise verlangt die Grundverordnung von den Aufsichtsbehörden etwas Neues, nämlich dass sie Transparenz waren bei der Besetzung ihrer Spitzenposten. Und das ist im Grunde eine auch positive Entwicklung der Grundverordnung, dass erstmals wir zumindest die Vorgabe haben, bei der Besetzung der Spitzenposten klare Vorgaben, Bestenauslese, orientiert sich so an dem europäischen Vorbild für den europäischen Datenschutzbeauftragten, kompliziertes Auswahlverfahren, Ausschreibung. Das Problem ist, bisher, obwohl die Grundverordnung gilt, alle Posten, die bisher besetzt worden sind oder die dabei sind, besetzt zu werden, ignorieren das scheinbar. Das heißt, da wird's, also können wir jedenfalls nicht feststellen, ob die Personen, die dann wirklich benannt werden, auch die bestgeeigneten sind. Wir wissen es schlicht nicht, weil wir keinen Konkurrentenvergleich haben. Und das führt, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, dazu oder anders gesagt, wozu das führt, kann man im Grunde am besten daran messen, wie sich die Aufsichtsbehörden gerade zumindest so schlagen. Und wenn man sich das mal anguckt, dann findet man unter anderem das Problem, dass die Aufsichtsbehörden, die 18, die wir haben, also jedes Bundesland eine, Bayern zwei und der Bund, sich alle gerne mal widersprechen, sich in die Quere kommen. Und das ist im Grunde etwas, wo man sagen muss, funktioniert das eigentlich gerade mit der Grundverordnung? Und dann eine Aussage wie diese liest, in der der hessische Datenschutzbeauftragte sagt, bisher waren wir zahnlos und jetzt haben wir Zähne bekommen, wir sind zwar nicht bissig, aber wir haben Biss. Und das ist etwas, da kann ich einfach nur mich wundern, denn entweder hat dieser hat Herr Ronellenfitsch die vorige Rechtslage nicht richtig verstanden und seine eigenen Befugnisse nicht gekannt, denn schon vorher gab es die Möglichkeit, Bußgelder bis 300.000 Euro, haben sie nie ausgenutzt. Also die Bußgelder sind im Leben nicht an die Grenze gekommen, geschweige denn jetzt an die, also es war nie so, dass sie sagten, wir hätten gerne, wir konnten nicht mehr. Und
oder er hat tatsächlich die Grundverordnung, die neuen Kompetenzen, nämlich falsch eingeschätzt. Und was aus diesem komischen Gemengelage jetzt entsteht, ist eine ganz merkwürdige Situation von Unsicherheit und von einer Drohkulisse, die den letzten Punkt, den wir vielleicht noch ansprechen, nämlich das berühmte Blocksterben betreffen. Und ich mache es einfach ganz kurz. Es scheint in den Nutzern auf einmal die Sorge zu sein, jetzt kommt auf einmal die Grundverordnung, tritt mir die Tür und macht mir meinen Block dicht, weil ich irgendwie ein Komma in der Datenschutzerklärung falsch gesetzt habe. Und das ist im Grunde genau dieser verschobene Blick, der aus dieser Betonung kommt. Jetzt haben wir richtig Macht bekommen, jetzt haben wir wirklich Eingriffsbefugnisse bekommen, die tatsächlich aber im Wesentlichen vorher schon bestanden. Warum sie jetzt auf einmal mehr vollzogen werden dürfen, wissen wir nicht, werden wir sehen. Das Problem ist, dass diese Drohkulisse, die aufgebaut wird, mit Forderungen auch zum Beispiel wie jetzt endlich 4% des Jahreseinkommens vollstrecken, diese Drohkulisse kann sich auch zum Boomerang entwickeln. Nämlich wenn wir in 3, 4, 5, sind das bei Monat 4, aber in 5 Monaten, 6 Monaten merken, da kommt nichts. Dann wird das möglicherweise eine kleine Blase, dann wird man vielleicht das Problem haben, ja, dann nimmt es auch keiner mehr ernst. Also da muss man echt sehen, wie diese neue Drohkulisse nachher umgesetzt wird, ob tatsächlich die Grundverordnung hier zu einem besseren Vollzug führt oder nur zu viel Sorge und dann ist doch nichts draus geworden. Den Rest würde ich sagen, überspringen wir kurz, alles interessante Fragen und bleiben mal bei der Frage, ist denn die Grundverordnung jetzt der neue Goldstandard? Damit ist 2012 mal Vivian Reding angetreten. Die Grundverordnung sollte ein neuer Goldstandard sein. Ich würde sagen, damit lassen wir mal die Frage offen und gehen jetzt mal in die Runde und öffnen mal die Debatte. Ist sie der neue Goldstandard, ja oder nein? Wow, vielen Dank. Ja, ich dachte irgendwie so, und also ein juristisches Unterhaltsam ist irgendwie ein anderes Unterhaltsam als mein Unterhaltsam. Also ich wusste nicht, dass Tweets auch so kompliziert besprochen werden können. Wow, also ich bin beeindruckt. Ja, Fragen aus dem Publikum. Ah, da ist schon eine. Ja, ich wollte was zur Ehrenrettung von dem Artikel 25 sagen. Ursprünglich sollte das ja mal so aussehen, dass die Hersteller auf den Datenschutz bei Design verpflichtet werden. Das haben die Lobbys dann natürlich rausgekickt. Also dann hätte der, glaube ich, schon eine etwas größere Berechnung. Jetzt habe ich aber noch mal eine ganz andere Frage. Ich kaue im Moment an einer sozusagen einer Überwachungsgesamtrechnung. Das ist jetzt nicht Grundverordnungsthema, ist klar. Aber es wäre schön, wenn es das wäre, weil dann müsste der Staat eigentlich jetzt erstmal eine Folgenabschätzung machen oder eine Risikoeinschätzung. Aber könnt ihr mir da vielleicht auf die Sprünge helfen, welche Grundlagen ich da brauche und wie ich vorgehen würde? Weil Überwachung ist ja zwar die Seite, die DGVO nicht so betrifft, aber finde ich auch eine ganz wichtige Seite. Ich bin ja tatsächlich gar nicht so sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Die Grundverordnung als Pauschallösung für den Überwachungsstaat, ist das so die Frage? Ist sie das, ja oder nein? Würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, nein? Nein, nein, überhaupt keinesfalls, ganz im Gegenteil. Nee, die Frage ist eben, wenn ich so eine Überwachungsgesamtrechnung machen möchte, es geht in diesem Fall um das Bayerische Polizeiaufgabengesetz als Bestandteil einer Sicherheitsarchitektur, wo kann ich da angreifen? Eindeutig nicht bei der Grundverordnung. Naja, die Grundverordnung sagt einfach schlicht, die zulässig ist, was zur staatlichen Aufgabenfüllung erforderlich ist und dann schreiben eben die Länder in ihre Gesetze entsprechende Aufgaben rein und dann ist jedenfalls von der Grundverordnung her soweit alles in Ordnung. Aber die muss man ja immer an dem höherrangigen Recht messen, am Grundgesetz, an der Europäischen Charta. Und da laufen aktuell natürlich reihenweise Klagen, Verfassungsbeschwerden ohne Ende, die genau gucken, ob das Maß, das jetzt im Einzelfall als Aufgabe geregelt ist, tatsächlich noch mit dem Grundgesetz kompatibel ist. Und das ist im Grunde die Bühne, auf der wir dann uns unterhalten müssen. Ja, du meintest, dass Transparenz alleinstehend gar keinen Wert hat. Und da möchte ich dir doch ganz fundamental widersprechen. So, du hast das Beispiel zum Beispiel von Arsen in Lebensmitteln gebracht. So, und wenn dann im Kleingedruckten steht, das ist, dann ist halt immer noch das Arsen drin. So, und das brächte ja nichts. Aber es bringt ja eben in dem Beispiel ja schon was. Wenn es wenigstens im Kleingedruckten steht, gibt es immerhin schon mal die Möglichkeit, für die Menschen, die das Produkt konsumieren, zu wissen, was drin ist, auch wenn es noch nicht unbedingt dazu führt, dass es nicht mehr da drin ist. So. Und diese Möglichkeit, das ist halt
es ermöglicht überhaupt erstmal, dass es das Wissen gibt und ist insofern als Aspekt von Aufklärung zu verstehen, Transparenz. Und in diesem Sinne sehe ich Transparenz auf jeden Fall als einen fundamentalen Wert, der der Geheimniskrämerei entgegensteht. Genau, es führt nicht automatisch zu besseren Produkten, aber es ermöglicht immerhin, Wissen darüber zu haben. Ich habe jetzt mir noch mal 3 Beispiele notiert, so, wo Transparenz ja auch so als Wert irgendwie zu sehen ist. So, zum Beispiel jetzt in der wissenschaftlichen Arbeit, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind angehalten, transparent zu sein und zu schreiben und Quellen anzugeben. Woher haben sie vorheriges Wissen? Das ist in der wissenschaftlichen Arbeit des Usus. In der Informatik ist es halt, in der Open-Source-Bewegung ist es halt auch das fundamentale Prinzip, transparent zu sein in dem Quellcode, dass es immerhin die Möglichkeit gibt, für alle anderen zu überprüfen, was läuft da überhaupt ab, auch wenn vielleicht ganz viele Leute da gar nicht das Verständnis dafür haben, das zu verstehen. Aber es gibt immerhin die Möglichkeit, im Gegensatz zum Beispiel zu den proprietären Software von Microsoft. Und noch das letzte Beispiel so, politisches Beispiel, Chelsea Manning, die das über das Video von diesem Hubschraubereinsatz im Irak veröffentlicht hat, wo halt ein Reuters-Fotograf und andere Zivilisten ermordet wurden, hat auch quasi dieses Video transparent gemacht, um darüber überhaupt zu zeigen, was in diesem Krieg geschieht und darüber gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Mhm. Alles super Beispiele, die alle genau das zeigen, was ich gesagt habe. Deswegen sind wir uns, glaube ich, einig, dass Transparenz immer alleine keinen Wert hat, sondern nur Grundlage ist. Bei Chelsea Manning, ohne einen Rechtsstaat, der dann die Verstöße aufklärt, ist Transparenz wenig wert. In der Wissenschaft ist die Transparenz immer ein Ziel, um die Debatte in der Wissenschaft zu fördern. Aber für sich ist es kein Ziel. Und man muss immer die Transparenz messen daran, welchem Ziel sie denn dient. Und Datenschutz dient sie eben nicht als Selbstzweck, sondern sie dient dazu, dass tatsächlich Schutz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten entsteht. Nicht nur Wissen über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Ja, ich würde das nicht ganz so hart sehen. Also ich würde schon sagen, also Transparenz hat natürlich einen Wert, genauso wie du das auch gesagt hast. Aber das sind jetzt auch alle gar keine Beispiele aus diesem Bereich Datenschutzrecht. Den Punkt, den wir machen wollen und der, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist, dass man Transparenz nicht überhöhen darf. Im Datenschutzrecht ist Transparenz eben nicht alleine zielführend. Das ist kein Selbstzweck. So, es ist richtig, dass wenn ich etwas lesen kann, dass etwas, also das Beispiel, ne, Arsen in der Milch, das ist wichtig, aber ich muss dann natürlich auch wissen, was ist Arsen eigentlich? Welche Folgen hat das? Ja? Und im Bereich der Datenverarbeitung, wo es um technische Vorgänge geht, versteht das eben nicht jeder. Ja? Und worauf wir hinarbeiten müssen, ist eigentlich genau wie im Straßenverkehr mit den Autos. Ja? Also ich muss nicht verstehen, wie mein Bremssystem funktioniert. Ja? Aber ich muss mich darauf verlassen können, ich muss wissen, dass es eins hat. So. Das ist alles wichtig. Und im Zweifel, wenn ich mich auskenne, möchte ich auch nachlesen können. So. Und das ist, insofern ist Transparenz auch eine berechtigte Anforderung. Im Datenschutz versuchen wir das über so einen Layered Approach reinzubringen, dass ich auf verschiedenen Ebenen verschiedene Informationen bereitstelle. Ja? Also dass wenn ich Fachfrau bin, dann muss ich auch tiefer gehen können, damit ich das System verstehen kann. Bei AI, bei Tracking, da haben wir ganz besonders diese Anforderungen auch an Transparenz, dass ich nachvollziehen kann, beim Profiling zum Beispiel, ne? Wie bin ich in eine bestimmte Gruppe reingegangen? Da sind Transparenzpflichten enorm wichtig, um überhaupt diese anderen nachfolgenden Schritte dann einleiten zu können. Insofern, Transparenz ist notwendige Bedingung, aber eben in der Regel nicht hinreichend. Also ich würde gerne noch mal zurückkommen auf das Kopplungsverbot, was ihr in eurem Vortrag so vehement negiert habt. Mhm. Mir leuchtet da nicht so ganz ein, wie das mit der Freiwilligkeit funktionieren soll, wenn man daraus kein Kopplungsverbot ableitet. Das Beispiel mit der Webseite und diesem Premium-Abo war mir da ein bisschen zu einfach. Ich möchte mal ein anderes Beispiel bringen. Und zwar kaufe ich eine Karte für ein Konzert. Ich kaufe eine Karte für ein Konzert, im Theater oder sonst wo. Und dann hängt hier in Berlin mittlerweile regelmäßig immer so ein schönes Schild am Eingang, dass ich, wenn ich den Saal betrete, dem Veranstalter, da steht da meistens noch nicht mal drin, dass ich mich einfach generell damit einverstanden erkläre, dass dann Fotos von mir gemacht werden, die dann auch veröffentlicht werden dürfen.
Punktum aus. Ich weiß jetzt auch, die haben natürlich ein öffentliches, die haben ein berechtigtes Interesse daran, dass sie was dokumentieren dürfen. Sie dürfen auch Fotos machen, aber da ist nicht geklärt, wie nah die rangehen, was die sonst machen und Ähnliches. Wenn man jetzt ein Kopplungsverbot ablehnt, habe ich keine Chance mehr dagegen vorzugehen, weil ich kann natürlich dann nicht sagen, ich will mein Eintrittsgeld zurück. Also weil das natürlich illegal ist, was die machen. Wenn ich dann sage, ich gehe rein, gebe ich denen sofort eine vollständige Einverständniserklärung dafür, nein, dass sie alles von mir knipsen dürfen. Sie geben ja durch das faktische Eintreten keine wirksame Einwilligung. Tatsächlich ist das nur eine Hinweispflicht, genau das, was wir im Vorfeld dieses Vortrags gemacht haben. Nee, da steht drin, das weiß ich auch, ja. Das wäre okay. Dann machen da Sie, steht aber momentan immer drunter, ja. Damit gebe ich eine Einwilligung. Dann gebe ich Ihnen einen Tipp. Ja, wenn Sie irgendwas lesen, ja, also gerade so juristisch ist, dann ist es nicht immer zutreffend. Wenn Sie zum Beispiel sehen, für Garderobe keine Haftung ist Unsinn, natürlich kann man die Haftung für Vorsatz nicht ausschließen. Das heißt, für die Garderobe keine Haftung ist Unsinn. Genauso ist es Unsinn, Sie geben eine Einwilligung. Stimmt schlicht nicht. Das ist eine Informationspflicht, die die Folge hat, dass die Verarbeitung nach 6.1f, also nach der Rechtsgrundlage, in der steht, berechtigte Interessen erlauben eine Datenverarbeitung. Damit wird im Grunde nur diese Rechtsgrundlage, die aber eine gesetzliche Grundlage ist, erfüllt. Das hat nichts mit einer Einwilligung zu tun. Der Veranstalter hat ein berechtigtes Interesse, von den Veranstaltungen in der Menschenmasse Fotos zu machen. Und da können Sie im Grunde, Sie können widersprechen, wenn Sie einen atypischen Fall haben, wenn Sie irgendwie besondere Sachverhalte schildern wollen, ich bin jetzt irgendwie besonders schutzwürdig, oder Sie beschweren sich bei der Aufsichtsbehörde. Aber in der Regel ist das kein Fall, und das ist genau deswegen ein gutes Beispiel, kein Fall von einer Einwilligung. Sie brauchen in dem Fall keine Einwilligung. Wenn ich jetzt hier ein Foto mache, gleich... Moment, das hatte ich ja klar, das hatte ich versucht abzugrenzen, das ist mir soweit völlig klar. Okay. Aber die Erklärungen gehen aber darüber hinaus. Sie sagen ja, ich ergebe dann eine Einwilligung dafür, dass die das Bildmaterial verwenden dürfen. Und das kann ja weit über das hinausgehen, was sie nach dem berechtigten Interesse dürfen. Sie dürfen dann auch Nahaufnahmen machen. Wir gehen natürlich davon aus, dass der Veranstalter dann sich auch nur in den Grenzen der gesetzlichen Grundlage verhält. Natürlich. Wenn er mehr macht, dann sagen Sie, gut, hier sind die gesetzlichen Regelungen überschritten worden. Er hat zum Beispiel die Daten verkauft an eine indonesische Partnerbörse und dann tauchen sie auf. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr von dem Zweck gedeckt, der ursprünglich mal auf dem Poster geschildert wurde. Aber das ist dann keine Frage der Einwilligung, das ist eine Frage der Rechtsgrundlage. Sind die ganzen eingehalten? Wenn nicht, gehen Sie zur Aufsichtsbehörde und sagen, so hier, er hat gesagt, er macht X, hat aber Y gemacht, Beschwerde. Also schon kein Beispiel des Kopplungsverbots, meiner Ansicht nach. Ja, ich wollte eine kurze Frage stellen. Jetzt dient ja, also Gesetze gibt es ja nicht nur dafür, dass es Gesetze gibt, sondern wenn so Gesetze entwickelt werden, dann findet da ja so eine gesellschaftliche Debatte statt, was ja erstmal irgendwie begrüßenswert ist. Und deswegen war jetzt die Frage nach dem Goldstandard. Also es klang so ein bisschen an, da gibt es sozusagen noch Schwächen, da gibt es vielleicht auch unbestimmte Rechtsbegriffe. Jetzt bin ich natürlich daran interessiert, dass diese unbestimmten Rechtsbegriffe nicht vor allem vor Gericht geklärt werden, sondern in der breiten Öffentlichkeit. Und dann würde ich es gerne nochmal im Zusammenhang damit sehen, dass die DSGVO ja auch ein europäisches und nicht nur ein deutsches Projekt ist, was das sozusagen eigentlich aus eurer Sicht jetzt für die europäische Debatte bedeutet. Also wird jetzt Datenschutz irgendwie ein europäisches Projekt? Oder ist es jetzt irgendwie geregelt und man wartet jetzt, bis sich das alles irgendwie vor Gericht geklärt hat und dann ist es das und vielleicht passiert auch nichts? Also Datenschutz war immer schon ein europäisches Projekt, würde ich mal sagen. Datenschutz hat zwar in Hessen ja im europäischen Raum seinen Ursprung, aber durch die Richtlinie ist das immer schon ein europäisches Projekt gewesen. In Deutschland kommt das immer ein bisschen anders an, weil wir eben die ersten waren, die Datenschutzgesetze hatten, die nicht mit der Richtlinie konform waren. Viele andere europäische Länder haben die Richtlinie 1:1 übernommen und da gab es immer schon einen gewissen Anteil an Harmonisierung. Aber gerade die großen Länder wie Frankreich, Deutschland, England, Spanien, die hatten eben vorher auch schon Datenschutzgesetze und dadurch ist diese Diversität im europäischen Rechtsrahmen eigentlich entstanden. Und die Grundverordnung ist ja eigentlich angetreten oder auch initiiert worden, ja tatsächlich von US-amerikanischen Unternehmen auch maßgeblich, die sich eben mit diesem sehr heterogenen Rechtsraum hier in Europa konfrontiert sahen und aber eben Dienste anbieten wollten in dem gesamten Bereich der EU. Und insofern hat da natürlich eine Harmonisierung auch stattgefunden. Uns fällt die jetzt ein bisschen schwer. Wir haben sie uns auch ein bisschen verschossen, weil die Bundesregierung sehr starken Einfluss darauf genommen hat, dass es viele Öffnungsklauseln gibt, dass vieles von dem alten, für uns gewohnten und darum guten Datenschutzrecht rübergerettet wird in eine andere Systematik. Und dadurch haben wir natürlich wieder Fraktionen.
Soweit ich das jetzt sehe, ist es so, dass tatsächlich in vielen europäischen Ländern von diesen Öffnungsklauseln nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht wird. Also da dieser Harmonisierungsdrang auch diese Harmonisierung mehr gelebt wird noch. Als in Deutschland jetzt, die wir wieder mit einem also sehr merkwürdig gestalteten BDSG-Neufassung jetzt konfrontiert sind mit zahllosen Regelungen in Spezialgesetzen. Das ist für viele in anderen europäischen Ländern durchaus also ein Kuriosum. Da müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase fassen, inwieweit das notwendig ist, inwieweit wir das brauchen. Was die DSGVO gebracht hat, das ist, glaube ich, der große Punkt, ist, dass die Aufsichtsbehörden sich jetzt an einen Tisch setzen, nicht nur können, sondern müssen. Vorher gab es die Artikel 29-Gruppe, das war die Vereinigung der Aufsichtsbehörden. Jetzt gibt es das Europäische Datenschutzboard und deren Auffassungen Meinungen und Guidelines haben jetzt einen viel verbindlicheren Charakter, als das vorher war. Das ist ein großes Plus, also man muss sich absprechen, man muss sich verständigen, das hat auch vorher schon sehr gut geklappt, ist aber in Deutschland erstaunlicherweise nie so richtig angekommen. Also jetzt kein Bashing betreiben, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es Aufsichtsbehörden gab, für die war es völlig neu jetzt, dass es auf europäischer Ebene diese Opinion, diese Stellungnahmen gibt zu einzelnen Rechtsfragen. Das ist schon erstaunlich. Also das hat jetzt einen verbindlichen Charakter, daran müssen sich die Aufsichtsbehörden in Deutschland immer noch gewöhnen, dass das so ist. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil wir in Deutschland das nicht geschafft haben, weil es eben auch ein Politikum ist, jetzt eine gemeinsame Vertretung in diesen europäischen Datenschutzausschuss zu schicken. Wir haben ja die Situation, dass wir die Landesbehörden haben, die Landesbeauftragten für Datenschutz und die Bundesbeauftragte für Datenschutz, die jeweils unterschiedliche Kompetenzen haben. Die Bundesbeauftragte ist für die Bundesministerien und die Telekommunikation so im Groben zuständig, aber nicht im Wesentlichen nicht für den privaten Bereich. Dafür sind die Länder zuständig. So. Und nun ist es so, dass in Außenvertretungen immer der Bund die Nase vorn hat. Also die Bundesbeauftragte sitzt da in dem Board und soll jetzt Stellung nehmen und abstimmen für Bereiche, für die sie gar nicht zuständig ist. Ist natürlich irgendwie doof, weil ihr da die Praxiserfahrung fehlt. Jetzt ist ihr durch die Regelungen im BDSG ein Ländervertreter zur Seite gestellt. Der wird durch den Bundesrat bestellt. Das ist immer noch nicht passiert, also kann man sich an den Kopf fassen. Ja? Also seit 2016 ist das klar, ne? Und der Bundesrat ist immer noch nicht in der Lage, sich da zu einigen, wer das sein soll. Wäre natürlich irgendwie sinnvoll, dass da jemand sitzt, der ich würde mal sagen, 80% der Dinge, die da entschieden werden, auch also so einen Praxisbezug hat. Ja? Weil auch die Leute da ja hin müssen. Also man muss sich das so vorstellen, das ist wie in großen Gremien auf internationaler Ebene, dass da immer die Regierungschefs sitzen und je nach Themenkomplex, der dann verhandelt wird, kommt da jemand rein, der spezialisiert ist. Ja, die nehmen dann ihre Mitarbeiter mit. So, das müsste da natürlich auf deutscher Seite bei uns auch passieren, bei den anderen passiert es auch. Ja, also da ist ein Kommen und Gehen, nur in Deutschland nicht. So, und das ist ein Bereich, so, da müssen wir uns wirklich jetzt, weil wir faktisch dazu auch gezwungen sind, mal zusammensetzen und mal zu einer vernünftigen Regelung kommen. Und auch die Landesbeauftragten für Datenschutz müssen aufhören, ihr privates Marketing da zu pflegen, sondern sich konstruktiv zusammenzusetzen und zu gemeinsamen Auffassungen zu kommen, damit das eben auch auf europäischer Ebene dann entsprechend transportiert werden kann. Ja, danke für diesen Einblick in die Twitter-Welt. Ich will mal einen Blick werfen aus der Sicht von jemandem, der sich eben im Alltag mit dem beschäftigten Datenschutz auseinandersetzen muss. Ich will nur zwei Dinge sagen. Ich halte die Datenschutzbehörden zurzeit für kapazitativ überhaupt nicht in der Lage, irgendwelche Streitigkeiten, die man mit der DSGVO zum beschäftigten Datenschutz austragen könnte, fachlich sinnvoll zu unterstützen. So. Das Zweite, was ich beobachte in meiner Tätigkeit in Betrieben mit der größten Software, die wir hier
in Deutschland haben, ist, sie unterstützen eigentlich nicht die Umsetzung. Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn ich ein Verarbeitungsverzeichnis habe, helfe ich konkret zu werden, wo sind die Systeme, wo sind die Daten, wo sind die Berechtigungen, was mache ich mit den Nachweisen und den Protokollen, sondern sie beschäftigen sich nicht nur mit dem Jammern, das ist klar, alle jammern, sondern sie beschäftigen sich mit der juristischen Abwehr. Das heißt, wer Strafe zahlen muss, hat verloren. Statt sich vorher darum zu kümmern, und ich würde mir da wünschen, dass eben auch in diesem Bereich nicht, ich sag's mal so, nicht nur Privacy-Workshops Richtung Verschlüsselung gemacht werden, sondern dass man insgesamt mehr lernt, nachzufragen, damit die Firmen, die Daten verarbeiten, sei man Beschäftigter oder Konsument, mehr herausgefordert sind hier Nachweise und Öffentlichkeit, weil ein Recht halte ich für ganz wichtig. Und die Nachfrage bei Facebook von dem österreichischen Kollegen hat es ja gezeigt, das Recht auf Vergessen. Das heißt, egal ob man nun einen Vertrag hatte oder ob man eine Strafe hatte oder ob man ein Beschäftigungsverhältnis hatte, es ist so und das ist natürlich leidlich, aber es fällt eben, ich sag's mal so, auf die aufgeklärte Zivilgesellschaft zurück, die Datenverarbeiter auch zu zwingen, diese DSGVO anständig umzusetzen und nicht nur sich die Ausnahmen immer wieder bescheinigen zu lassen und nachbessern zu lassen. Ich habe schon von einem der größten Medienhäuser gehört, wie die jammern und leiden und die haben zum Beispiel noch überhaupt keine Löschfristen. Die haben keine Sperrfristen, die haben die bereitgestellten Funktionen noch nicht mal angeguckt, geschweige denn von der Sicherheit. Und das sind so Dinge, wo ich immer sage, das sind eben Institutionen, die ich da habe, die, für die wurde schon immer besonderes Recht gemacht. So. Und das ist eben sehr bedauerlich, wenn das so kommt. Ja, was Sie dabei ansprechen, ist ein weiterer Gap sozusagen. Also einmal gibt es im Datenschutzrecht, also auf der Seite der Aufsichtsbehörden, also einmal zwischen Recht und Technik diesen Gap, der immer überwunden werden muss, aber natürlich auch zwischen Privatwirtschaft und Aufsicht. So. Und da gibt es dann unterschiedliche Extreme, die einen, die sich überhaupt nicht für Geschäftsprozesse interessieren und knallhart durchsetzen wollen, und die anderen, die dann zu sehr mit der Wirtschaft kuscheln. Das ist ein Grundproblem natürlich immer dann, wenn Aufsicht und Beratung zusammenfällt. Ich kann nur beraten, wenn ich auch ein Grundverständnis von den Prozessen habe. Also ich muss ein Verständnis für Geschäftsprozesse haben, ohne das kann ich nicht beraten. So. Und ich brauche das auch, wenn ich Aufsicht mache. Wenn ich Geschäftsprozesse nicht verstehe, dann kann ich sie auch nicht beaufsichtigen. So, das ist etwas, das hat aber weniger mit der Ausstattung zu tun, aber vielleicht weniger. Wichtig ist natürlich, dass man sich auch klar darüber ist, wie soll so ein Recht überhaupt durchgesetzt werden. Was ist Ziel, was ist unser gemeinsames Ziel? Wir haben am Anfang diese Frage gestellt, was ist eigentlich Datenschutzrecht? Das mag trivial klingen, ist aber, wenn man den einzelnen Stimmen in dem Bereich zuhört, gar nicht so trivial, weil man dann sehr schnell feststellt, dass da sehr unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, nicht nur über den Gegenstandsbereich, sondern eben auch über die Art und Weise der Durchsetzung. So. Und manchmal ist es, wir hatten hier schon die unbestimmten Rechtsbegriffe angesprochen, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn Rechtsfragen dann gerichtlich geklärt werden. Aber das bedeutet auch, dass Aufsichtsbehörden tätig werden müssen, weil sonst entstehen gar keine Rechtsstreitigkeiten. Und das ist ein Problem, mit dem wir jetzt zu kämpfen haben und das schlägt sich auch daran nieder, dass, wie sagen, dass Unternehmen nicht vorbereitet sind. Was einen eigentlich erstaunen kann, weil viele der Pflichten der DSGVO, die bestanden auch vorher. Das, was die DSGVO jetzt gebracht hat und dass es durchaus auch ein politischer Erfolg ist, dass Datenschutz in den Fokus geraten ist, dass Firmen überhaupt merken, dass sie da Defizite haben. Ja? Und sie holen jetzt das auf, was sie im Grunde in 20 Jahren versäumt haben. Und das ist natürlich erstmal ein Berg. So. Und da kann ich auch verstehen, dass man jammert. Da kann man drüber nachdenken, also so wie Facebook jetzt zum Beispiel nachbessert,
Oder man sagt so, wir machen das alles ganz neu und setzen unsere Prozesse neu auf. Aber das ist natürlich schwierig. Das ist in vielen Fällen auch gar nicht möglich. Das, was auch vielleicht ein bisschen ins Kopplungsverbot mit reinspielt, ist, wir haben die Folie vorhin leider nicht bringen können mehr, ist, dass bestimmte Geschäftsmodelle nach Regulierung verlangen oder bestimmte Abläufe vielleicht. Ja? Die kann man nicht über allgemeine Begriffe regeln, die kann man auch nicht über sowas wie eine DSGVO regeln, sondern die muss man konkret regeln. Die E-Privacy-Verordnung wäre zum Beispiel so ein Ansatz, wo man das machen könnte, die in bestimmte Bereiche reinfällt. Nehmen wir zum Beispiel das Tracking, ja, das User-Tracking. Wird darüber diskutiert, was man für technische Maßnahmen implementieren kann, über Einwilligung, ist alles nicht verkehrt. Man kann das Ganze aber auch so regeln, dass man sagt, Unternehmen, ihr einen bestimmten Bereich an Tracking dürft ihr durchführen, zum Beispiel mit Cookies. Ne? Das können wir, Cookies sind gut handelbar, die kann man gut löschen, die kann man zeitlich begrenzen, die sind transparent in einer gewissen Weise, weil der Nutzer das auch sehen kann, also jedenfalls bei den üblichen Cookies. Das wäre so ein Bereich, den könnte man regulieren und dann könnte man auch Verlegern zum Beispiel die Möglichkeit geben, also Nutzerverhalten auf einer Webseite auch tatsächlich zu verfolgen und man könnte andererseits das in Einklang bringen mit den Schutzbedürfnissen der Leute, die die Webseite besuchen. Man könnte eben Fristen regeln, man kann vor allem auch regeln, was darf eigentlich getrackt werden, welche Art von Verhalten darf getrackt werden. Man kann zum Beispiel regeln, dass Verweildauer jetzt nur über so einen reduzierten Zeitraum verarbeitet werden darf. All diese Dinge sind machbar. Da müsste man ran. Das setzt aber natürlich ein Verständnis voraus. Bei der Wirtschaft, da müssen sich die Verbände vielleicht jetzt auch erstmal finden und sagen, so ja, wir können einem bestimmten Bereich an Regulierung zustimmen und dieses Know-how in die Gesetzgebung reinspielen. Denn ich kann natürlich nur Gesetze machen, auch über Dinge, die ich verstehe. Und das ist im technischen Bereich schwierig. Und Selbstregulierung ist da nur ein Ansatz. Also der greift im Datenschutzrecht nicht. Das ist ja immer so die Frage, auch Zertifizierung und Selbstregulierung, wie spielt das zusammen? Da darf man nicht vergessen, Selbstregulierung befördert in erster Linie erstmal die Interessen der Unternehmen an einer einheitlichen Verarbeitung, Interoperabilität und solche Sachen. Diese Interessen haben wir im Datenschutzrecht nicht, weil es geht da um die Gewährleistung von Grundrechten im Kern. Und insofern ist Selbstregulierung da kein probates Mittel, um das einfließen zu lassen. Okay, danke.